Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein paar Oldschool-Packs auf. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, wenn ihr den Markt ein bisschen verfolgt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass im Moment die Preise für die Special Rares hier aus dem allerersten Dragon Ball Super Card Game Set Galactic Battle steil in die Höhe gehen. Der Secret Rare Vegito aus dem Union Force Set ist auch im Preis gestiegen. Natürlich ist das Set 10 geschuldet. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Secret Rare aus dem Cross-World Set auch im Preis hochgehen wird, wenn Set 11 rauskommt. Oder der Preis ist tatsächlich schon hochgegangen, die war immer so um die 50, 60 Euro und mittlerweile ist sie auch bei 100 Euro zu finden. Wir fangen hier einfach mal mit dem Galactic Battle Set an. Wie gesagt, das allererste Dragon Ball Super Card Game Set. Und gucken wir doch einfach mal rein hier. Ein paar schöne Karten. Bulma God Tempter. Dann haben wir Botamo. Broly's Ring. Banan. Ring Laser. Und als erste ziehen wir hier eine Rare-Karte. In den alten Sets ist jede Rare-Karte noch in Foil. So, ich bin mal gespannt, was wir hier aus den Packs, random gekauften Packs, rausziehen können. Die habe ich hier in Hamburg gefunden und dann schauen wir mal, ob wir hier so ein bisschen Packluck rausziehen können. Ich werde heute nicht alle von diesen Packs aufmachen. Oh, Super Rare Kale. Nice, sehr schöner Pull hier. Hidden Awakening Kale. Wie gesagt, ich werde heute nicht alle Packs davon öffnen. Ich werde ein Giveaway auf meinem Instagram-Kanal machen und da werde ich sozusagen jeweils ein Pack an euch vergeben. Also da haben wir Uncommon Foil Reverse hier Son Goku als Kind und dann den Bardock Leader. Damals gab es auch noch Rare Leader Karten in Foil. Was heißt damals, ne? Das ist Dragon Ball Super Card Game, gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wie gesagt, ich werde einen Giveaway starten auf meinem Instagram-Kanal. Da müsst ihr dann einfach meinen Instagram-Kanal abonnieren und das Bild auf jeden Fall liken und kommentieren. Wahrscheinlich jemanden verlinken. Ihr kennt das vielleicht. Und dann schauen wir mal. Und dann gibt es für eine Person sozusagen den glücklichen Gewinner jeweils hier ein Pack Galactic Battle, ein Union Force Pack, ein Crossworlds Pack und ich packe auch noch ein Destroyer Kings Pack dazu. Und da haben wir hier Rare God Charge Vegeta. Union Force. Ne, die Oldschool Sets. Teilweise hier Cross Worlds, eins meiner absoluten Lieblingssets. Damals ja mit Galactic Battle natürlich irgendwie angefangen. Da habe ich mir bei eBay, da haben wir Rare Shield Army General, bei eBay, glaube ich sogar, fünf Galactic Battle Packs bestellt und habe dann gleich den Special Rare Broly da rausgezogen im allerersten Pack. Und dann ging die Reise natürlich los. So richtig angefangen habe ich dann mit Destroyer Kings. Quatsch. So richtig angefangen habe ich dann mit Cross Worlds und da haben wir hier Mirror Leader, passend zum nächsten Pack hier. Mit Cross Worlds, da habe ich ja noch keine Videos gemacht und mit der Draftbox Nummer 2. Und natürlich dann auch, ne, Anfängerglück, gleich den Secret Rare Son Goku, Super Saiyan 4 Son Goku gezogen, Hyper Evolution. Und da haben wir Rare Vados aus Galactic Battle.
So. Union Force. Dann haben wir hier Fully Trained Super Saiyan Gohan. Buu, Schild, Kabira, Super Saiyan Son Goku, Cell Junior, Trunks Time Machine, Yajirobe, Son Gohan, Zenobutton, Encourage Terror Android 19 und Rare Leader Vegeto. Ne? Damals die teilweise die Leader-Karten hier noch schön in Foil Rare. Weiter geht's hier mit Crossworlds. Wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingssets. Ich habe mir in letzter Zeit auch, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt, ein paar Boosterboxen gekauft. Und da haben wir hier Rare Zamasu. Ein paar Boosterboxen gekauft von den alten Sets. Zum Beispiel hier eine Boosterbox von Galactic Battle. Die werde ich natürlich nicht aufmachen. Der Collectors Market für das Dragon Ball Super Card Game, der ist im Moment crazy. Das heißt, die Preise gehen eigentlich ziemlich steil hoch für die ganzen Sets. Speziell natürlich für die Sets mit den Signed-Karten oder den Victory Strike Secret Rares. Und da haben wir Rare Gotenks. Das heißt, wir haben hier aus Galactic Battle kein Super oder kein Special Rare gezogen. Im ersten Set gab es noch keine Secret Rares, nur Special Rares. Das bedeutet, in diesem Pack kann für euch noch was drin sein. Das ist das Pack, was verlost wird. Machen wir hier weiter mit Union Force. Hier Goku Leader, Android 18, Potara Trunks, Father Son Kamehameha, Cooler Armored Squadron Knights, Supreme Kai, Time Ring, Tobe, Vegeta, dann haben wir hier, oh oh, Alter, nicht, das ist jetzt ein Scherz. Alter! Oh Gott, yes! Nice, das gibt's doch gar nicht, Alter. Schaut euch das an. Rare-Karte in den alten Sets, Rare-Karte vor der letzten Karte bedeutet immer Secret Rare. Alter, das ist jetzt auch hier nicht gefaked. Das gibt's doch gar nicht. Okay, das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Leute, guckt euch das an. Ultimate Force Super Saiyan Blue Vegeto. Die Karte, die Secret, ich kann gar nicht springen. Die Secret Rare Karte, die gerade im Preis auch ganz ordentlich nach oben gegangen ist. Und ich ziehe die hier einfach aus irgendeinem random Pack, was ich in Harburg gekauft habe, Leute. Das ist echt nicht wahr. Nice. Richtig. Ah Gott, yes. Leute, ich muss mir gerade mal eben einen Sleeve holen hier. So. Rein damit in den Sleeve. Leute, schaut euch mal diese wunderschöne Karte an hier. Die alten Secret Rares, die sind wirklich der Hammer. Absolut beautiful. Okay, Leute, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir machen hier jetzt noch das letzte Pack Cross Worlds auf. Und dann würde ich sagen, haben wir hier unsere drei Giveaway Packs plus ein Destroyer Kings Pack. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen sprachlos. Damit habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mich eigentlich hier. Okay, Super Rare. Ich habe gerade schon wieder noch einen Schock gekriegt mit dem ganzen Gold da unten. Aber es ist nur eine Super Rare Karte. Wenn das jetzt noch der Hyper Evolution Super Saiyan vor Son Goku gewesen wäre, dann wäre hier Freak Out, ja. Genau, das Super Rare Trunks Overseeing Time, Power Overseeing Time. Habe ich irgendwann schon mal gezogen, aber schicke Karte. Also die alten Super Rares auch super schön. Dragon Ball Super Card Game insgesamt.
von der Qualität und dem Aussehen der Karten absolut wundervoll. Gut, Leute, damit mit dieser Karte beende ich das Video für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mir mal ein Like da für diesen Pull hier und klickt auf den Abonnieren-Button, wenn euch das gefallen hat. Wie gesagt, checkt meinen Instagram-Kanal aus und gebt mir ein Abo auch dort, wenn ihr bei dem Giveaway mitmachen wollt. Das sind die drei Packs, die ihr dort gewinnen könnt. Wie genau ihr die gewinnen könnt, das schreibe ich dann nochmal in den Text unter dem Bild, wenn ich das auf meinem Instagram-Profil poste. Und damit beende ich das Video für heute, Leute. Macht's gut, mein Tag ist gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!